Ja, Sie sehen, das ist dieses Werk, die Rudolfinischen Tafeln. Die haben den Vorteil, dass sie auch so stehen, aber den Nachteil, dass man sie nicht mit ins Bett nehmen kann, dafür sind sie zu schwer. Das ist mir schon vorgeworfen worden, aber kann man auch nichts dran machen, das ist nun mal so. Ich will noch mal kurz darauf eingehen. Ich denke, dass vor 3 Jahren habe ich da einen Vortrag gehalten, dass nicht mehr alle wissen, was ich damals über die Rudolfinischen Tafeln erzählt habe. Ich will nur ganz kurz noch mal beschreiben über die Bedeutung und die Einordnung der Rudolfinischen Tafeln in die geschichtliche Astronomie. Man brauchte ja von jeher Angaben für die Kalender. Die Bauern mussten wissen, wann Vollmond ist, wann Neumond ist, wann die Jahreszeiten anfangen. Das war das Wichtigste eigentlich für die Kalender von jeher. Und bis zum Mittelalter war in Europa absolut nichts los in diese Richtung. Das finstere Mittelalter herrschte da. Und im 11. Jahrhundert haben die Araber in Toledo, also in Spanien, die hatten damals ja ganz Spanien erobert, zum ersten Mal Tafeln herausgebracht, mit denen man nun diese Sachen berechnen konnte. Wo steht der Mond, wo stehen die Planeten, wo steht die Sonne und so weiter. Das war also im 11. Jahrhundert. Nun, bei der damaligen Beobachtungsgenauigkeit, die da eingeflossen ist, wenn sich diese Instrumente vorenthalten, da die Astrolabien, die hielt man so in der Hand und peilte dann so drüber. Also Genauigkeit, Beobachtungsgenauigkeit, 2-3 Grad oder irgend sowas hatte man. Da kann man natürlich nicht erwarten, dass irgendwelche Tafeln sehr viel genauer sind. Und deshalb hat Alfons von Kastilien, der dann auch dabei war, Spanien wieder zurückzuerobern, der hat dann 1260 die alfonsinischen, nach ihm benannten Tafeln von jüdischen Gelehrten berechnen lassen. Die galten auch lange Zeit, bis man merkte, also auch da ist die Genauigkeit noch arg im Argen. Und dann hat sich Regiomontanus 1475 rangemacht, wollte neue Tafeln machen, ist aber leider viel zu früh verstorben, sodass die nicht fertig geworden sind. Aber der Drang nach neuen Tafeln, der wurde immer größer, weil die Fehler halt immer größer wurden in den alten Tafeln. Und dann gab es schließlich die Prutenischen, Prutenisch ist so viel wie Preußisch, die preußischen Tafeln von Erasmus Reinhold, 1551. Die arbeiteten schon zum ersten Mal mit dem kopernikanischen System. Vorher, die waren natürlich auf dem System von Ptolemäus aufgebaut, also den Epizyklen und Erde im Mittelpunkt, während prutenische Tafeln zum ersten Mal mit Sonne im Mittelpunkt waren. Aber die Genauigkeit war auch nicht besonders hoch. Viele genauere Beobachtungen hatte Herr Reinhold auch nicht. Und da kam das Glück, dass 2 Leute zusammenkamen, nämlich Tycho Brahe, der zum ersten Mal eigentlich die astronomischen Instrumente so vervollkommt hat, dass man vernünftige Messungen damit machen konnte. Es wird häufig geredet, dass die Genauigkeit etwa eine Bogenminute beträgt. Das glaube ich nicht ganz. Aber in den besten Fällen wird er etwa an eine Bogenminute herangekommen sein, was die Beobachtungen angeht. Aber sonst liegen seine Fehler in der Gegend von 3, 4, 5, 6 Bogenminuten. Und er hat auch dann von dem Kaiser Rudolf den Auftrag bekommen, solche Tafeln herauszugeben, aufgrund seiner Messungen. Nun ist er 1601 gestorben, da war aber schon Kepler bei ihm und dann hat Rudolf den Auftrag, diese Tafeln herauszugeben, an Kepler weitergegeben. Hat ihm hoch und heilig versprochen, er bezahlt sie auch. Kepler hat Geld nie gesehen davon. Der Kaiser war immer pleite, da war nichts zu holen. Er hat es dann nachher aus eigener Tasche bezahlt, die Rudolfinischen Tafeln. Da zeigte sich dann zum ersten Mal die Genauigkeit der Tycho Brahe'schen Beobachtungen, sodass diese Tafeln etwa ein Jahrhundert lang im Gebrauch waren, ganz üblich. Und erst ab dem 18. Jahrhundert übernehmen dann mehr und mehr Jahrbücher die Herausgabe. Sowas, was im Prinzip heute auch noch im populären Teil herauskommt. Aber es waren auch die professionellen Jahrbücher, Connaissance des Temps in Frankreich, Nautical Almanac in England, das Berliner Astronomische Jahrbuch und schließlich ab 1960 sind alle zusammengefasst worden im Astronomical Almanac. Und den gibt es immer noch.
Und da steht eigentlich schon wieder eine Stufe weiter drin. Denn diese Tafeln, die alfonsinischen und die prothenischen, die rodolfinischen, die waren eigentlich nur ein Werkzeug. Damit musste man sich zuerst mal diese Tabellen machen für die Planeten und für den Mond und für die Sonne, um daraus dann diese Ereignisse abzuleiten. Das heißt, die entsprechen etwa heute einem Programm auf dem Rechner, mit dem man das ausrechnet. Das sind die Tafeln von früher. Ja? Also es sind nicht gleich Tafeln, wo drin steht, wann der Mond auf und untergeht, ja? Sondern nur, wie man berechnet, wie er auf und untergeht. Und nun, Kepler war kein sehr guter Didakt. Man muss sagen, seine Anleitungen sind also, gelinde gesagt, eine Katastrophe. Sehr mathematisch präzise natürlich gemacht, das ist ganz klar. Aber er war kein guter Didakt und das haben verschiedene eingesehen, zum Beispiel sein Schwiegersohn. Der hat dann nachher eine Anleitung herausgegeben, wie man die eigentlich benutzen sollte. So eine Art roten Faden, wie man da durchgeht, mit dem Beispiel berechnet. Danach kann man rechnen. Aber nach den Keplerschen Anleitungen kann niemand rechnen. Ja, das ist also eine Katastrophe. Na gut. Übrigens interessant ist, dass das Kalenderpatent in Deutschland an die Berliner Akademie schon im Jahre 1700 vergeben wurde. Und das ist heute beim Recheninstitut in Heidelberg, im Astronomischen Recheninstitut. Und es kommt auch heute noch dort jedes Jahr ein Büchlein heraus, ein Heftchen. Da steht astronomische Grundlagen der Kalenderrechnung. Und das gilt dann immer so für 2-3 Jahre voraus. Nicht? Jetzt ist dann eins erschienen für 2021 oder sowas. Und Kalendermacher, die kaufen sich dieses Büchlein und dann können sie da abschreiben, wann Neumond, Vollmond, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang ist. Da steht da alles drin. Und das ist aber bis heute gültig, dieses Kalenderpatent. Und sie halten sich auch danach. Gut, wir wollen uns jetzt mit den rudolfinischen Tafeln befassen. Die rudolfinischen Tafeln sind das Bekannteste an den rudolfinischen Tafeln, ist eigentlich dieses Frontispiz, dieser Tempel der Astronomie, wie er vorne drin steht, ein Kupferstich, und dazu gehört ein 5 Seiten langes Gedicht in Hexametern, was ein Herr Hebelstreit geschrieben hat, wo dann das erklärt wird, dass da also der Tycho Brahe steht und da steht der Ptolemäus und hier unten sitzt Kepler in seinem Stüblein drin. Da ist die Insel Wend, auf der Tycho Brahe seine Beobachtungen gemacht hat. So sieht das Ganze also aus. Und ich habe rechts das Bild noch dazu genommen. Leider hat Kepler sein ganzes Leben lang zu kämpfen gehabt mit den Erben von Tycho Brahe. Nachdem der Tycho Brahe gestorben war, haben die gesagt, ja, unser Vater hat das ganze Geld rausgeschmissen für astronomische Beobachtungen. Das heißt, sein ganzes Kapital ist in diesen Beobachtungen und die wollten Geld daraus ziehen. Ja, und deshalb hat Kepler einen Prozess nach dem anderen mit denen geführt, wobei er meistens verloren hat. Er musste also immer zugestehen, dass zum Beispiel ein völlig der Sache unkundiger Herr Tengnagel dann ein Vorwort zu seiner Astronomia Nova geschrieben hat. Und solche Sachen musste er sicher zähneknirschen eingestehen. Und bei den rudolfinischen Tafeln ist was Ähnliches passiert. Er hatte hier reingeschrieben, wegen eines Wortes, da hat er nämlich hier reingeschrieben, Emen David, das heißt, er hat verbessert. Und das haben die Erben Tychos nicht hingenommen. Mit dem Emen David meinte er hat die Beobachtung Tychos verbessert. Das wäre so geklungen. Und da haben sie wieder prozessiert und er musste dieses Titelbild zurücknehmen. Daraufhin haben die Erben Keplers ein neues gedruckt. Das war so miserabel gedruckt, dass Kepler gesagt hat, das akzeptiere ich wieder nicht. Und hat dann ein drittes gedruckt. Ja, so gibt es leider 3 Ausgaben der ersten Seiten. Und ich bin in ganz Deutschland rumgefahren bis nach Rostock und habe mir 14 Originalexemplare der rudolfinischen Tafeln angeguckt, welche nur zu welcher Herausgabe gehörten. Ja. Leider ist dann nachher noch alles noch mehr durcheinander gekommen, weil nämlich
Kepler hat 1000 Bögen drucken lassen von den rhodophenischen Tafeln. Und er hat aber nur am Anfang 100 oder 200, weiß man nicht genau, binden lassen. Und nachher haben die einfach die Bögen genommen und haben die zusammengesetzt. Und dabei haben sie alle drei Ausgaben wieder durcheinander gewürfelt. Ja. Es ist also leider keine Systematik darin festzustellen, wie diese verteilt sind oder ursprünglich verteilt waren. Es ist ein einziges Chaos. Aber das ist der Grund, weshalb man sich die anguckt. Und da gibt es auch ganze Studien drüber, was da passiert ist. Gut, was ist heute noch interessant an den rhodophenischen Tafeln? Also wie gesagt, das Idyllion ist bekannt. Da werden heute noch Habilitationen drüber geschrieben in Literaturwissenschaft. Ich kenne eine aus Frankfurt, eine Dozentin, die hat darüber habilitiert, über das Idyllion. Und sie ist immer noch der Meinung, dass Kepler das Gedicht geschrieben hat, und in jeder Tagung stehe ich auf und sage, das kann nicht sein. Kepler hat das nicht geschrieben, aber sie lässt sich davon natürlich nicht beirren und meint, also Kepler hätte das Idyllion geschrieben. Aber ich habe schon meine Gründe, weshalb ich sage, das kann Kepler nicht geschrieben haben. Dann hat er natürlich verschiedene andere Sachen noch drin. Ist klar, dass sowas nicht nur diese Tabellen sein können. Er hat eine ganze Zeitrechnung der Geschichte geschrieben da drin. Er hat einen Katalog von 500 Orten geschrieben und beschrieben, wie er zu den Orten gekommen ist und wo, mit welchen Mitteln die erreicht wurden, die Koordinaten. Und dann kommt immer, das merkt man nur beim genaueren Durchlesen, durch, dass Kepler für die physikalische Astronomie spricht. Das war damals absolut unüblich. Ja, Ptolemäus, das ging alles auf Pythagoras zurück. Da mussten die astronomischen Körper in Kreisen laufen. Ja. Und die haben sich angestrengt bis zum geht nicht mehr, exzentrische Kreise und davon noch exzentrische Kreise und wieder exzentrische Epizykel. Aber es mussten Kreise sein. Ja. Und Kepler ist als erster davon weggegangen und hat dann die Ellipse eingeführt, ja, eine völlig andere Bahnkurve, die also mit dem ursprünglichen gar nicht in Übereinstimmung stand. Und er hat das versucht, physikalisch zu argumentieren. Newton hat zugegeben, dass er also sehr viel davon Kepler gelernt hat. Kepler hat den letzten Schritt zu den newtonschen Axiomen nicht geschafft. Ja, die Trägheit und die Beschleunigung, das hat er nicht geschafft. So weit ist er nicht gekommen, aber er hat den Grundstein dafür gelegt. Das sind also diese keplerschen Argumente für eine physikalische Astronomie. Und schließlich, so ab und zu, er rechnet ja Beispiele durch, noch und nöcher Beispiele durch, sind da einige interessante Beobachtungen bei, wo ich nachher noch ein Beispiel von bringen werde. Und was dann auch interessiert, ist natürlich die kurz- und langfristige Genauigkeit der Tafeln. Wie genau sind sie denn eigentlich? Ja? Sind sie wirklich so viel besser als die Tafeln vorher? Nun, wie sieht so eine Tafel aus? Das ist jetzt zum Beispiel eine Tafel der mittleren Bewegung der Sonne. Solis steht da oben, nicht? Und dann sieht man, wenn man das ein bisschen rausvergrößert, dass der Kepler recht mutig war. Er hat nämlich bis zum Jahr 2100. Habe ich damals, als ich das zum ersten Mal las, gedacht, naja, viel Mut gehört dazu. Und zwar von minus 4000. Hat er das berechnet. Da gehört schon für die damalige Zeit ein ungeheurer Mut dazu, sowas zu rechnen. Und solche Tabellen, da gehört dann noch eine zu, wo er für einzelne Jahre das alles gerechnet hat. Das ist dann für jeden Planeten und für den Mond da. Nun kann diese ganze Seite hier und die restlichen Seiten dargestellt werden durch eine einzige kleine Formel, nämlich die mittlere Länge der Sonne ist gleich eine Anfangslänge plus die mittlere tägliche Bewegung mal die augenblickliche Zeit, die ich haben will, minus die Anfangszeit, zu der die Zeit Null ging. Und so kann man also die ganzen rhodophenischen Tafeln in einem Stick zusammenfassen und das Excel-Programm, was mir sämtliche Orte ausrechnet, das ist Ganze, man sage und schreibe, 70 Kilobyte groß. Kilobyte, nicht Megabyte, auch nicht Gigabyte. 70 Kilobyte, damit kann man das alles berechnen heute. Kepler würde sich im Grabe rumdrehen, wenn er das wüsste. Naja, also wie gesagt, L0 zum Zeitpunkt T0, das ist der 1.1.1601. Warum 1601?
Das ist auch wieder so eine Eigenart von Kepler. Er rechnet immer in vollendeten Zeitschritten. Wenn er also so Jahr sagt, das 1600, dann ist das das vollendete Jahr 1600 und das ist halt am 01.01.1601. Muss man wissen, ist ein Stolperstein. Viele rechnen dann mit 1600, das ist aber falsch. Und dann kann man eben aus diesem langen Zeitraum rückrechnen. Solche Sachen hat Kepler nie angegeben. Solche mittleren Werte kann man zurückrechnen. Die mittlere tägliche Bewegung hier von 0,98 und so weiter Grad stören sich ja an vielen Stellen. Das sind reine Rechenstellen. Wenn ich natürlich 6000 Jahre, also die Bewegung in 6000 Jahren durch 6000 Teile, dann kommen einfach viele Stellen raus. Das hat nichts mit der Genauigkeit zu tun. Gut. Müssen wir noch einen kurzen Blick auf die Mathematik zur Zeit Keplers eingehen. Erstens, Dezimalzahlen waren damals noch nicht bekannt. Es gab keine Dezimalzahlen. Ja. Die Berechnungen erfolgten im Sechsagesimalsystem, nicht im Hexadezimal, sondern im Sechsagesimalsystem, das heißt im 60er-System. Nicht im Hexadezimal, wo heute die Computer mitrechnen, sondern im Sechsagesimalsystem, das heißt die Einheit ist 60. Da ist einiges noch übrig geblieben. Unsere Gradrechnung passiert ja auch noch mit Minuten und Sekunden, die übrigens auch aus dieser Zeit stammt, diese Bezeichnung. Minuta ist nämlich die Verkleinerte, die erste Verkleinerte. Ja? Und er hat das so bezeichnet, die ganze Einheit, das ist ein Ass. Und dann kommt die Minuta, die Prima Minuta steht noch häufig da drin, die erste Verkleinerte. Und dann kommt die Sekunda Minuta, das ist die zweite Verkleinerte. Und da ist unsere Sekunde daraus entstanden. Ja? Also Minuten und Sekunden sind einfach Abkürzungen aus diesem 60er-System. Schwierig wird das Ganze dann dadurch, dass sie auch noch mit Tierkreiszeichen rechnen. Das heißt mit 30 Grad, das heißt die erste Einheit war dann nicht 60, sondern 30 wieder. Und da der Tag auch eine Einheit von 360 Grad praktisch darstellt, musste man nochmal umrechnen, wenn man das in 24 Stunden rechnete. Das macht die Sache unglaublich kompliziert. Und die Algebra war damals noch nicht bekannt. Also keine positiven und negativen Zahlen. Die wussten nicht, was sie damit anfangen sollten, etwa eine positive mit einer negativen Zahl zu multiplizieren. Das ging damals nicht. Kepler hat diesen, auch da war er wieder seiner Zeit voraus, mit Bürgi zusammen, ein Manuskript hergestellt über die Algebra, was aber leider nie veröffentlicht worden ist. Aber es gibt es als Manuskript. Übrigens, diese Berechnungen im Sechsagesimalsystem kann man sich vorstellen. Das steht dann also immer, die werden durch Punkte getrennt, die Einheiten. Ja? Also 25.17.23, das ist dann 25 Grad, 17 Minuten und 23 Sekunden. Addieren kann man das ja noch. Multiplizieren wird schon verdammt schwierig. Und dividieren, das ist so gut wie ausgeschlossen bei solch einer Rechenweise. Ja? Deshalb war Kepler froh darum, gehen wir auf den letzten Punkt unten, dass die Logarithmen erfunden wurden. Die erleichterten natürlich ganz enorm die Division von solchen Zahlen. Allerdings eignete sich nur wieder das sechsagesimale System ganz schlecht für die Logarithmen. Und auch das macht sich bemerkbar. Kepler hat dann, nachdem er schon fertig war, 10 Jahre vorher, alles nochmal umgerechnet auf Logarithmen. Und dabei sind viele Fehler reingekommen und viele Ungenauigkeiten, weil er einfach nicht so schnell das umstellen konnte. Aber das passiert halt dabei. Er hat zum Teil noch während des Druckes Seiten neu gestaltet und ausgerechnet. Also da ist viel geschehen worden. Obwohl er 27 Jahre gebraucht hat, ist das in dem Sinn kein ausgereiftes Werk. Das muss man sagen. Er hat lange daran gebastelt. Und das merkt man ihm auch an. Und das merkt man an vielen Dingen. Ja. Kepler kannte zum Beispiel auch die Gleichungen noch nicht. Gleichungen gab es nicht zu der damaligen Zeit. Das heißt, das, was wir heute als Kepler-Gleichung bezeichnen, E ist gleich M plus E mal Sinus E, E ist die exzentrische Anomalie. Das ist einfach, um den Fortschritt eines Planeten in der Ellipse auszurechnen. Das ist jetzt eine spezielle elliptische Formel. Und Kepler wusste das noch nicht. Er ahnt es aber wohl schon, das ist eine transzendente Gleichung, die ist überhaupt nicht lösbar.
Ja, wenn E links und rechts ist die Gleichung auf einmal lösbar. Ja, er sagt, M ist gleich E minus E mal Sinus E. Wunderbar, das kann ich auflösen. Aber das Dumme ist, jetzt ist praktisch, muss ich mein Ergebnis als Voraussetzung in die Gleichung reinstecken, nämlich die E, das will ich herauskriegen. Und ein M habe ich. Und das macht die ganzen Sachen wahnsinnig kompliziert. Er muss jetzt kompliziert interpolieren, um das zum richtigen M zu kommen, ja, der mittleren Anomalie. Also das war ein ganz großer Nachteil seiner Tafeln, dass er eben diese Form der Gleichung nicht hatte, nicht kannte, die gab es damals noch nicht. Und er musste sich behelfen praktisch mit Tabellen. Und da musste er so eine Kreuzinterpolation durchführen. Ganz, ganz, ganz blöde Geschichte, ja. Auch da hat sein Schwiegersohn Bartsch neue Tabellen für gemacht, mit denen diese Interpolation erleichtern sollten. Aber erst später in einem anderen Buch, da sind wir gerade dabei, das zu übersetzen, was 1650 in Paris rausgekommen ist, da hat man dann direkt den Schritt gefunden von der mittleren Anomalie in die wahre Anomalie, also in die Ellipse rein. Da gibt es fertige Tabellen für. Gut, also so viel zur Mathematik Keplers. Nun wollen wir uns mit der Genauigkeit der Tafeln befassen. Die ist bisher wenig erforscht. Der Einzige, der sich auf diesem Gebiet mal getummelt hat, das war Owen Gingerich vom Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Und der hat in Skye Telescope 72 und einigen anderen Artikeln, die er dann irgendwo veröffentlicht hat, etwas über die Genauigkeit gemacht. Aber es ging immer nur um den Mars und immer nur um die Zeit um 1600. 1629 oder 30 oder sowas. Mir ist keine Veröffentlichung bekannt, die sich mit den anderen Planeten befasst oder über die keplische Zeit hinausgeht. Und das ist diese Ausgabe von Skye Telescope, hier Johannes Kepler and the Rudolphine Tables von Owen Gingerich. Auch da sehen wir wieder das Frontispiz, das ist der übliche Werbeslogan für die rudolfinischen Tafeln. Ja, und da hat dann der Owen Gingerich und ein Mitarbeiter von ihm, die haben zunächst mal die prutenischen Tafeln berechnet, und da sieht es doch ziemlich finster aus. Das ist nämlich nach den prutenischen Tafeln gerechnet, und das ist die sogenannte Marsische Katastrophe, die ist dann das im Jahre 1593 der Mars so bis zu 5 Grad von der berechneten Position abwich. Und das wiederholte sich dann 1625 auch noch. Kepler hat das auch bemerkt, das steht auch in den rudolfinischen Tafeln drin. Und er hat gesagt, das ist kein Fehler der Marsbahn. Das ist ein Fehler in der Umrechnung des Mars von heliozentrischen auf geozentrische Orte. Das hat Kepler auch als erster damals festgestellt. Hat wahrscheinlich nicht mal der Owen Gingerich festgestellt. Das ist keine Fehler in der Marsbahn. Und dann haben sie nochmal nachgerechnet, mit modernen Rechnungen verglichen. Man muss das Jahr 1970 betrachten, da sind die Computer doch relativ noch am Anfang, da war noch nicht allzu viel los mit Computern. Und ein Herr Origanus, der hat eben auch noch, der wollte mit Regio Montanus zusammen die brandenburgischen Ephemeriden herausgeben. Die beruhten aber eben auch noch auf den prutenischen Tafeln und hatten natürlich hier genau denselben Fehler drin. Hier sieht man 1623 oder 25 ist auch wieder die Marsische Katastrophe da. Und hier unten dieser durchgehende Strich, der nur eine leichte Flatter aufweicht, das sind die rudolfinischen Tafeln. Das ist also doch ein Riesenfortschritt in der Genauigkeit gewesen für den Mars. Wohlgemerkt, nur für den Mars und für die Jahre 1625 bis 1630. Den Mond habe ich noch nicht geschafft zu berechnen. Der Mond ist sehr kompliziert erstens, und Kepler gibt wieder viele parallele Berechnungsmethoden an, und man muss sich die richtige raussuchen davon. Ja. Das heißt, ich muss mal zuerst alle Berechnungsmethoden mit der Wirklichkeit vergleichen, um mal zu sehen, welches ist denn jetzt die beste davon. Ja. Das ist furchtbar viel Arbeit. Und seine Methode, die er am häufigsten anwendet, die ist leider nicht nachvollziehbar.
Das ist nämlich eine große Tabelle, da schreibt er drüber, das ist die Summe aller Störungen. Und wenn man das ausrechnet, stimmt es einfach nicht. Die Tabelle hat andere Werte, als man ausrechnet. Und es ist bisher noch niemandem gelungen, festzustellen, was Kepler da gerechnet hat. In der Gesamtausgabe von der Kepler-Werke widmen sie dieser Tabelle 4 Seiten. Und da kommen also auch zu keinem Schluss. Die hatten die Gelegenheit, die Keplerschen Manuskripte einzusehen. Die liegen nämlich in St. Petersburg wohl verschlossen. Und da ist praktisch kein Rankommen. Da musste man also über praktisch diplomatische Beziehungen haben dies geschafft, an die Manuskripte von Kepler ranzukommen und haben nichts gefunden über diese Tabelle. Kepler hat alles vernichtet, wie er diese Tabelle ausgerechnet hat. Wohl, damit niemand merkt, was er da lang rumrechnet. Denn er schreibt selber in einem Brief, dass er 10 Jahre lang an diese Tabelle gerechnet hat. Aber was er gerechnet hat, weiß kein Mensch. Und deshalb ist das so schwierig, das jetzt nachzurechnen. Was hat er denn da eigentlich gerechnet? Gut, fangen wir an. Ich fange an, in 3 Schritten die Genauigkeit zu vergleichen. Erstens heliozentrisch. Warum heliozentrisch? Das ist von der Sonne aus gesehen. Da vergleiche ich die Bahnen, ohne dass weitere Ungenauigkeiten hereinkommen können. Ja? Da interessiert mich zum Beispiel die Schiefe der Ekliptik nicht. Das brauche ich alles nicht zu wissen. Und sodass ich hier wirklich punktgenau die Genauigkeit der einzelnen Bahnen der einzelnen Planeten herauskriege. Wir machen es nachher noch geozentrisch. Da wird man sehen, das ist dann wesentlich komplizierter. Gut, jetzt habe ich für jeden Planeten ein solches Diagramm gemacht. Fangen wir unten an, das ist besser. Das ist die Venus. Und das sind die Fehler. Muss ich doch ein bisschen hier nach vorne gehen. Und das sind die Fehler jetzt in ekliptikaler Breite, 0,25 Grad. Das ist also ungefähr der Monddurchmesser. Und dieser Kreis, der soll ungefähr den Monddurchmesser darstellen. Ja? Dass der nicht ganz rund ist, liegt daran, dass die Maßstäbe in beiden Richtungen nicht ganz gleich ist. So, und dann, das ist der Fehler in ekliptikaler Länge. Hier, in der Richtung. Ja? Fehler in ekliptikaler Länge. Und wenn ich jetzt einen Venusort habe, dann hat der diesen Fehler in Länge, in Breite und diesen Fehler in Länge. Ja. Und wenn ich das so für ein Jahr durchrechne, dann komme ich auf diese Figur. Das liegt also alles innerhalb eines Monddurchmessers, liegt die ganze Venus recht gut da. Das ist nicht überall so. Wenn wir nämlich jetzt mal auf den Merkur gehen, dann sehen wir, da reicht der Mond leider nicht mehr aus, um den darzustellen. Aber auch Kepler beschwert sich schon über die Ungenauigkeit der Merkurbahn. Der Merkur ist halt furchtbar schwer zu beobachten. Der steht immer in der Nähe von der Sonne, dann sieht man immer 2 Tage, dann ist er wieder in Sonnenstrahlen verschwunden. Also Kepler, der Merkur ist allgemein bekannt als ein ziemlich ungenaues Objekt. Wollen wir ihm nicht nachsehen, kann er nichts dran machen, das liegt an den Beobachtungen. Der Mars liegt noch doller als die Venus. Der liegt also wirklich schön weniger als ein Viertel Monddurchmesser entfernt. Vom Nullpunkt liegt seine ganze, liegen alle Punkte. Und dann kommt der Jupiter. Nun, die unteren Planeten, die inneren, die habe ich 36 Punkte im Jahr gerechnet, alle 10 Tage. Das kann man natürlich beim Jupiter und beim Saturn nicht machen. Da kriegt man einen winzigen Ausschnitt. Da kriegt man den Teil hier zum Beispiel raus, dass da. Und dann weiß man nicht, wo steht der denn. Man muss einen ganzen Umlauf rechnen. Nur dann kriegt man eine Übersicht über die Fehlergröße. Ja? Und das ist also jetzt über die 12 Jahre Umlaufszeit des Jupiter gerechnet im Abstand von 120 Tagen. Sodass auch gerade wieder 36 Punkte herauskommen. Und da sieht man, kann man eigentlich auch nichts sagen. Bis auf einen knappen Mond-Halbmesser liegt der Jupiter eigentlich ganz gut. Nicht ganz so doll liegt der Saturn, der geht also außerhalb des Saturn, des Monddurchmessers raus, an dieser Stelle hier. Und man sieht auch, die Kurve ist nicht geschlossen, das heißt, es ändert sich von Umlauf zu Umlauf.
Das kann man daraus gleich schließen. Ja. Und schließlich die Sonne. Ja, die Sonne hat per Definition eben keine Breite, weil die Sonne die Ekliptik definiert, kann sie keine Breite haben. Und deshalb habe ich das hier tageweise dargestellt, also wie der Jahresverlauf der Fehler der Sonne in Länge ist. Und da sieht man, das hält sich auch in Grenzen. Das ist also 0,15 Grad, 0,13 Grad, sowas. Also etwa 7, 8 Bogenminuten. Mehr ist das nicht. Und im Radiusvektor auch. Und das ist auch plausibel, sagen wir mal. Nach 180 Tagen, das ist etwa in der Mitte des Jahres, da ist die Erde im Aphel. Und da ist die Längendifferenz gerade null, nämlich da fängt nämlich die Kepler-Gleichung sozusagen an. Also das ist sehr plausibel, dass diese Fehlerbewegung genau so geht. Gut, und jetzt habe ich eins gemacht, jetzt habe ich das auf das Jahr 2017, mit 2017 als Anfangsdatum gerechnet. Einfach umgerechnet auf 2017. Was kommt da raus? Und, da sieht man Merkur, naja, ist noch ein bisschen schlechter geworden, sagen wir mal. Mehr ist da nicht zu sagen. Die Venus hat einen merkwürdigen Fehler, die ist nur in Länge abgewandert. Der eigentliche Fehlerstreuung der Bahn ist nicht größer geworden als ursprünglich. Die ist nur, offenbar genügt hier etwa 10 Minuten in der Umlaufszeit der Venus zu korrigieren, dann läge sie ziemlich in der Mitte. Auch hier wieder diese komische Ellipse ist etwa die Größe des Mondes verzerrt entsprechend. Der Mars liegt auch noch recht gut. Liegt fast noch gesamt innerhalb eines Monddurchmessers. Und der Jupiter liegt ein bisschen außerhalb, aber auch nicht so schlimm. Saturn ist ein bisschen weiter weg. Der liegt also mit seinem Schwerpunkt außerhalb eines Monddurchmessers. Vom richtigen Punkt, vom richtig gerechneten Punkt ab. Und bei der Sonne, da hat sich nicht viel getan. Das ist einfach ein bisschen größer geworden, aber nicht viel. Gut, jetzt geozentrisch. Wenn man also jetzt umrechnet von diesen heliozentrischen Orten, wie sie um die Planeten um die Sonne rumstehen, um zu gucken, wie sieht es denn von hier aus? Könnte ich denn von hier aus den Mars und die anderen Sachen damit erkennen? Nämlich Rechtaszension, Deklination, kann ich das in die Sternkarte einzeichnen? Da bieten sich einige Fallstricke an, da muss man nämlich vorsichtig sein. Erstens muss man da berücksichtigen, wenn man über längere Zeiträume rechnet, wie wir zum Beispiel wie hier jetzt über 400 Jahre, da muss ich berücksichtigen, dass die Erdumdrehung sich ändert. Also dieses Delta T sozusagen, das muss ich eventuell berücksichtigen. Zweitens, die Ekliptik, die haben wir bis jetzt als konstant angenommen, das ist sie aber nicht. Das wusste auch Kepler schon. Das heißt, er wusste es nicht, er hat ein eigenes Kapitel hier drin über die Veränderung der Schiefe der Ekliptik. Er hat während der ganzen Rudolfinischen Tafeln mit einem Wert gerechnet und hat gesagt, die Schiefe der Ekliptik ist konstant. Und nachher hat er gesagt, naja, für diejenigen, die unbedingt genauer haben wollen, mache ich das nochmal und gibt 5 verschiedene Methoden an, die Schiefe der Ekliptik zu berechnen. Werden wir uns nachher mal angucken. Und schließlich die Präzession. Ja, die werde ich jetzt gleich die einzelnen Störungen im Einzelnen behandeln, wie wir da weiterkommen. Zunächst mal das Delta T. Das ist das Delta T in den letzten 400 Jahren ungefähr. Und wenn die Kurve also von oben nach unten geht, dann wird die Erdumdrehung verlangsamt. Aber komischerweise dreht die im Augenblick schneller. Kein Mensch weiß warum. Ja, es kann nicht am Klimawandel liegen, denn der spricht eher dafür, dass sich die Erdumdrehung verlangsamt, weil nämlich das abgeschmolzene Wasser mehr in die Nähe kommt, das Trägheitsmoment vergrößert, vor allen Dingen den Bauch am Äquator vergrößert. Und dadurch, dass das Trägheitsmoment größer wird, dann müsste eigentlich die Rotation langsamer werden. Also man erklärt sich das dadurch, dass im Innern der Erde
irgendwelche Verschiebungen des Magmas auftreten, wo dann natürlich die Dichte erheblich höher ist auch als an der Oberfläche und dass damit diese Trägheitsmomentveränderungen auftreten. Im Augenblick verlangsamt sich das wieder. Also es tritt nur noch relativ wenig aus. Hier ging es ziemlich steil. Da war fast jedes Jahr musste man eine Schaltsekunde einlegen. Sie können sich vielleicht noch erinnern, dass im Juli eine Schaltsekunde eingelegt wurde. Das braucht man jetzt schon seit 5 Jahren nicht mehr. Müssen wir mal gucken. Also da der Unterschied jetzt praktisch nur noch 60 Sekunden beträgt, habe ich gesagt, das kann man vernachlässigen. Auf 60 Sekunden sind die oderfinischen Tafeln sowieso nicht genau. Was anderes ist mit der Schiefe der Ekliptik. Da hat im Jahre 1986 ein Herr Lascar eine Formel aufgestellt, die der rote Strich hier geht für die letzten 4000 Jahre und die nächsten 2000 Jahre, wie das geht. Und Kepler hat, wie gesagt, fünf Methoden, nein, habe ich jetzt nicht eingezeichnet, 5 verschiedene Methoden angegeben, womit man die Schiefe der Ekliptik berechnen kann. Und da sieht man deutlich, also die anderen liegen alle arg daneben. Seine einzige Methode, die einigermaßen ordentlich ist und sehr von Lascar ziemlich nahe kommt, das ist seine zweite Methode. Er selber hat mit 23 Grad 31 Minuten und 30 Sekunden gerechnet. Warum jetzt wieder die Diskrepanz? Das ist Folgendes. Es geht um die Sonnenparallaxe, die Entfernung der Sonne von der Erde. Da hat Tycho Brahe, wie auch die früheren Astronomen alle, mit einer Parallaxe von 3 Bogenminuten gerechnet. Ja, also die Sonne vom Horizont und vom Erdmittelpunkt aus betrachtet, würden 3 Bogenminuten schwanken. Das ist ein historischer Wert. Ja. Und Kepler sagt, aus seinen Berechnungen schließe ich darauf, dass die Parallaxe kleiner als 1 Bogenminute ist. Und mir da völlig recht, in Wirklichkeit ist sie 8 Bogensekunden. Ja, also ein Faktor 20 kleiner nochmal. Und dann schreibt Kepler aber auch gleich dazu, wenn die Parallaxe der Sonne statt 3 Minuten 1 Minute ist, dann muss ich die Schiefe der Ekliptik ändern, weil die aus Deklinationen der Sonne abgeleitet wurde. Und dann müsste 23:30:30 rauskommen für die damalige Zeit. Und er hat für sich im Geheimen sozusagen mit 2:30:30 gerechnet, hat aber Tafeln sind alle mit 2:31 gerechnet. Er durfte das mal wieder nicht ändern, sonst hätte er ja Emen David und das ging mal wieder nicht. Also musste er mit 2:31 rechnen. Er war aber überzeugt, dass 2:30:30 die richtige Größe ist. Gut, nun gucken wir uns die Schiefe der Ekliptik genau an. Nach Lascar ist die um 1600 23 Grad, 29 Minuten, 29 Sekunden. Heute, oder im Jahre 2000, 23 Grad, 26 Minuten, 21 Sekunden. Er hat also etwa um 3 Bogenminuten abgenommen, die Schiefe der Ekliptik. Hier oben steht die Formel von Lascar drin. Da sehen Sie das auf tausendstel Bogensekunden. Und das T, was hier gemeint ist, das ist in 100.000 Jahren gerechnet. Das sind 100.000 Jahre und das geht bis T hoch 10. Aber die Koeffizienten werden halt immer kleiner dadurch. Nun, nach Kepler ist Folgendes. Seine ursprüngliche Methode 2, die hat hier vorne, Y24, 21, 50, einen anderen Wert. Da kommen 23, 31 gar nicht raus. Ja, und deshalb habe ich gedacht, da sieht man dran, dass er nie mit diesem Wert gerechnet hat. Den habe ich modifiziert, so, dass 23, 31 für die Zeit um 1600 herauskommen. Und wenn man dann, 23, 30 wäre noch besser, dann wäre nämlich die Schiefe wirklich nur bloß noch um eine Bogenminute falsch von der heute berechneten. Und genau dasselbe ist also die Veränderung, wie man sieht hier, die ist ziemlich genau und ziemlich gut. Das kann man also nicht drum meckern, die ist in Ordnung. Dann haben wir noch die Präzession, die man natürlich in 400 Jahren auch berücksichtigen muss. Sie wissen, die Präzession, das ist die Drehung der Erdachse um den Pol.
Und die Ekliptik wird hier als konstant angenommen. Und wenn sich die Erdachse dreht und damit der Äquator... Ne? Das Ding funktioniert nicht immer. Dann geht dieser Schnittpunkt, ich will es hier mit der Maus zeigen, der Schnittpunkt, der läuft dann, wenn sich das so rumdreht, die Erde, nicht also nach hinten, dann läuft jetzt hier rüber der Frühlingspunkt, Tag und Nacht gleich, wie hier steht, verschiebt sich also nach rechts um Jahr. Nun, das ist die berühmte Polwanderung, sieht man hier, im Augenblick ist der Pol bei Polaris, beim Polarstern, vor 3000 Jahren war er, oder vor 5000 Jahren war also Alpha Draconis Polarstern, in 9000 Jahren ist, nee, in 5000 Jahren ist Alpha Cephei Polarstern und irgendwann in mehr als 10.000 Jahren ist auch Vega mal Polarstern, bis sich dieser Kreis vollendet hat. Gut, nun, Kepler rechnet bei dieser Verschiebung mit 51 Bogensekunden und nach der heutigen Formel kommen 50,29 und so weiter heraus. Ja, das ist eine Diskrepanz von 0,7 Bogensekunden pro Jahr. Immerhin macht das in 400 Jahren 280 Bogensekunden oder 0,078 Grad aus. Ich habe auch das weggelassen. Ich habe es mal durchgerechnet, komme aber leider zu etwas unakzeptablen Ergebnissen. Manche Planeten werden besser, manche Planeten werden schlechter. Das ist noch nicht ganz ausgegoren. Das muss ich noch mal genauer nachrechnen. Die gesamte Präzession ist natürlich eingerechnet. Die ist in dieser Formel, die ich vorhin eingegeben hatte, da ist die gesamte Präzession schon enthalten. Die macht nämlich in den 400 Jahren 5,58 Grad aus. Das bedeutet, das ist eine Karte, die eben für das Jahr 1950 gemacht worden ist. Im Jahre 1600, da war der Frühlingspunkt an dieser Stelle hier. Und vor 2500 Jahren, da lag er tatsächlich im Widder und heißt deshalb auch Widderpunkt. Heute noch nennt man ihn, ja. Aber das ist lange Zeit her, dass er da wirklich war. Gut, nun kommen wir mal zum geozentrischen Vergleich. Da haben wir zunächst mal den Saturn. Kepler fängt immer mit den äußeren Planeten zuerst an. Wir sind gewohnt, von Merkur nach außen zu rechnen. Kepler rechnet immer von Saturn zum Merkur. Da ist man immer ein bisschen hin und her gerissen, was man machen soll. Jetzt habe ich hier eingezeichnet, blau sind die Punkte, die ich mit einer genauen Ephemeride von heute gerechnet habe, mit der DE405. Die beansprucht also innerhalb von 1600 und 2100 eine Genauigkeit von weniger als ein Zehntel Bogensekunde zu haben. Und darüber habe ich in Rot die mit den rudolfinischen Tafeln ausgerechneten Orte gelegt. Und da sieht man, naja, so auf Anhieb ist das mit bloßem Auge gar nicht zu erkennen, der Unterschied zwischen der heutigen Ephemeride und der von Kepler. Beim Saturn selbst. Dann ist da noch Jupiter. Da ist es eigentlich ähnlich. Nun muss ich zu Jupiter und Saturn noch eins hinzufügen. Das kannte Kepler natürlich auch nicht. Jupiter und Saturn sind so ein bisschen kommensurabel in ihren Umlaufszeiten. 2:5. Und deshalb wiederholen sich die Störungen immer in langen Zeiträumen. Das führte zu der sogenannten großen Ungleichheit, die ist später von Laplace entdeckt worden, die immerhin beim Jupiter und um 0,5 Grad ihn von der Form ab, von, also ein Monddurchmesser, von der normalen Stellung abweichen lässt und bei Saturn um 0,3 Grad. Diese große Ungleichheit, wie es dann genannt wird, die hat aber eine Periode von etwa 1000 Jahren. Sodass man jetzt nicht weiß, an welcher Stelle dieser großen Ungleichheit stehen wir jetzt im Augenblick, ja, mit beiden.
Und das muss man immer berücksichtigen dabei. Das kann also auch noch größer werden. Vielleicht ist es auch nur zufällig so klein. Es kann durchaus größer werden bis zu 0,5 Grad. Nun, beim Mars, da habe ich jetzt keine Karte mehr gefunden, mit der man das vernünftig darstellen konnte. Das ist jetzt die Bahn des Mars innerhalb von einem Jahr, nämlich in diesem Jahr, genau von 14 Stunden Direktaszension bis 24 Stunden Direktaszension und von 0 bis minus 28 Grad. Er steht ja mal wieder gerade ganz da unten, was bedeutet, dass er eine sehr gute Opposition hat und der Erde sehr nahe kommt, aber eben leider sehr ungünstig steht. Nicht? Da sieht man, also im Prinzip wird seine Bahn durchaus dargestellt. Na, gucken wir uns mal hier unten an, wie das in der Gegend der Opposition aussieht. Da sehen wir auch da, weicht das zwar ein bisschen ab, aber nicht so, dass man da jetzt große Unterschiede feststellen könnte. Nun muss man natürlich noch eins dazu sagen, auch das ist ein Grund, weshalb ich das so getrennt habe nach heliozentrisch und geozentrisch. In der geozentrischen Darstellung, da kommen noch immer perspektivische Elemente rein. Ja? Der Mars ist weit weg. Eine Bewegung in 3 Grad aufwärts, von der Erde aus gesehen, ist das bloß noch die Hälfte. Ja? Sodass die Genauigkeit da unter Umständen völlig anders ist. Wir werden das bei der Venus noch sehen. Ja, da haben wir schon die Venus, wie sie dieses Jahr verläuft. Und da sieht man auch so in der großen, im großen Ganzen, während der Bahn ist sie ganz gut, aber hier unten kommt die untere Konjunktion. Also wenn die Venus zwischen Erde und Sonne durchläuft, da ist sie uns am nächsten. Und da werden natürlich alle Fehler ganz erheblich hochprojiziert. Ein Fehler in Breite von 1 Grad wird dazu 2 Grad. Ja? Und deshalb ist zu erwarten, dass hier die Fehler am größten sind. Und das stellt sich also auch tatsächlich so dar. Wenn man jetzt die Konjunktion genauer betrachtet, dann sieht man, dass das also schon einiges daneben liegt. Das ist schon nicht mehr so einfach zu erkennen. Aber man sieht auch sofort, sobald diese Nähe zur Erde, die untere Konjunktion vorbei ist, nähert sich auch wieder die berechtigte, die rudolfinische Kurve mit der heutigen Kurve ohne Probleme. Und der Fehler wird kleiner. Ebenso ist es bei Merkur. Das ist der Anfang dieses Jahres. Der hat nun in einem Jahr 3 Umläufe. Und jeweils immer in der unteren Konjunktion macht er auch diese Schleife, weil er da die Erde überholt, dann wird er rückläufig. Und wir gucken uns jetzt mal, zunächst mal projiziere ich mal da die rudolfinischen Tafeln ein, die Punkte. Und da sieht man, naja gut, da gucken schon die Blauen ab und zu so ein bisschen hinten raus. Aber seine Bahn am Himmel könnte man danach ohne weiteres erkennen. Und gucken wir uns jetzt mal hier diese eine Stelle an, da, dann sieht man, naja, das ist etwas mehr als ein Vollmonddurchmesser, aber so groß ist die Abweichung eigentlich nicht. Vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass sie in der unteren Konjunktion gar nicht beobachtbar ist. Da steht er ja zwischen Erde und Sonne. Nur zum Berechnen von Merkurdurchgängen ist es natürlich genau das Verkehrte. Das geht natürlich genau schief. So, und jetzt die dritte Stufe der Übereinstimmung oder der Fehlerbestimmung, der ist jetzt noch die Zeitangaben. Wie genau stimmen denn nur, wenn ich jetzt Kalender rechnen will, wie genau stimmen denn nur die Zeitangaben drin? Und wenn ich den Frühlingsanfang mit den rudolfinischen Tafeln für dieses Jahr berücksichtige, der steht hier im Himmelsjahr mit 17.15 Uhr drin, am 20.03., demnächst, übernächste Woche, dann kriege ich mit den rudolfinischen Tafeln 14.41 Uhr raus, also ganze 2,5 Stunden daneben. Das ist also nicht viel, finde ich, für die Zeit. Beim Sommeranfang ist es noch doller, da kommen ganze 25 Minuten als Fehler raus. Etwas mehr ist schlimmer ist es beim Herbstanfang, da sind es dann 4 Stunden, aber das Datum stimmt immer. Also wenn ich sage, der Sommeranfang ist dann und dann, dann kann ich das auch nach den rudolfinischen Tafeln berechnet haben, dann stimmt das heute auch noch. Dass es da unten sich ändert, liegt dran, dass es halt um 23 Uhr ist. Das ist was anderes. Also das ist durchaus in Ordnung. Jetzt die Planetenpositionen. Da sieht man die Oppositionsdaten von Saturn, 2 Stunden daneben.
Jupiter 4 Stunden, die Konjunktion von Jupiter 3 Stunden, Mars sogar nur um 1 Stunde daneben. Schlimmer wird es dann natürlich bei Venus wieder, das haben wir ja gesehen, das ist die Konjunktion, da sind es mehrere Tage daneben, etwas weniger als 2 Tage daneben. Da kann man also jetzt wirklich nicht mehr von einer guten Übereinstimmung sprechen. Aber ich habe jetzt nicht die Elongationen von den unteren Planeten gerechnet, das ist ziemlich viel Arbeit und die würden schon wieder viel besser stimmen, weil sich da die perspektivische Vergrößerung der Fehler gar nicht mehr so auswirkt. Ja? Und außerdem, der Fehler in Länge, der wirkt sich bei den Elongationen praktisch überhaupt nicht aus. Da guckt man tangential auf die Bahn, da ist ein Fehler in Länge kaum merkbar. Ja? Höchstens sind Fehler in Breite. Also das sind so Geschichten, die das Vergleichen von der Erde aus gesehen sehr schwierig machen. Ja? Das muss man cum grano salis sehen, das ist nicht ganz so einfach. So, damit habe ich den ersten Durchlauf jetzt sozusagen von dem Genauigkeitsvergleich beendet und komme noch zu einer anderen Sache, was die rudolfinischen Tafeln auch noch bringen können. Wie gesagt, bis jetzt hat die noch niemand übersetzt und es hat sie auch offensichtlich noch niemand so genau durchgelesen, denn da sind noch einige Sachen zu entdecken drin. Er schreibt nämlich einiges. Ein Herr Albers untersuchte ins Kain-Teleskop von 1979 alle möglichen Bedeckungen von Planeten gegenseitig von 1557 bis 2230. Er fand 21 solcher Ereignisse, davon 12 bis 1818 und 9 von 2065. Komischerweise kein einziges zwischen 1818 und 2065. Aber er hat auch eine Venus-Mars-Bedeckung von 1590 angeführt. Jan Meus, bekannte belgische auch Himmelsmechaniker und Astronom, der hat in einer Veröffentlichung 1970 festgestellt, dass bis heute erst eine Bedeckung wirklich beobachtet wurde, nämlich die 1737 von Merkur über der Venus, und zwar von John Bevis in Greenwich. Was anderes war bisher nicht bekannt und hier drin steht eine noch frühere Beobachtung, die habe ich da rausgefunden. Kepler führt die Beobachtung der Marsbedeckung durch Venus 1590 von seinem Lehrer Mestlin in Tübingen an. Das wäre dann die erste jemals beobachtete Planetenbedeckung. Kepler rechnet ein Beispiel durch und rechnet jetzt zufällig oder nicht zufällig genau den Zeitpunkt dieser Bedeckung aus und schreibt dann hier unten diesen Kommentar, den habe ich, wenn man so nicht lesen kann, ein bisschen rausvergrößert. Nicht Anzeichen einer falschen Berechnung ist diese kleine Diskrepanz, die er also in der Rechnung rauskriegt. Sie scheint sogar vielmehr vom Beobachter bestätigt zu werden. Er sagt nämlich, er habe einen Unterschied in den Farben bemerkt, rötlich bei Mars und gelblich bei der Venus, dass daher die Vermutung hergeleitet werden könne, der Mars sei vom Mittelpunkt der Erde weiter entfernt als die Venus. Man muss dazu sagen, dass Mestlin, obwohl mit Kepler dauernd in Verbindung, kein Anhänger von Kopernikus war. Ja, sodass das für ihn nicht selbstverständlich war, sowas zuzugeben. Da die gelbliche Farbe der Venus fast die ganze rötliche des Mars auslöschte, sodass er kaum ein wenig auf einer Seite hervorschimmerte. Wenn aber die Konjunktion ganz zentral gewesen wäre, hätte keine Spur der rötlichen Farbe vom Mars sichtbar bleiben können. Da ja der Durchmesser des Mars von Kepler keine Ahnung hatte, in dieser fast doppelt so großen Höhe, er hat etwa gleiche Durchmesser für alle Planeten angenommen, hatte eine hanebüchene Formel aufgestellt, aber das Fernrohr war noch nicht erfunden, er konnte nicht wissen, wie groß die Durchmesser der Planeten sind. Da der Durchmesser des Mars, aber da hat er völlig recht, durchaus kleiner war. Nun habe ich das nachgerechnet mit der DE 405. Wie gesagt, das ist eine offizielle Ephemeride, die von Houston, vom Laboratory in Houston zur Verfügung gestellt wird. Sie ist auf dem Internet zu finden. Das heißt, inzwischen ist sie überholt. Man ist inzwischen bei DE 435, die aber nur im Wesentlichen den Zeitraum der Gültigkeit nach außen verschoben haben. Heute gilt sie von minus 3000 Jahren bis plus 9000 Jahre oder irgend sowas, während die DE 405 definitiv nur zwischen 1600 und
2100 galt. Also ungefähr so wie die Rudolfinischen Tafeln. Ja, und danach kommt also diese Beobachtung so toll heraus, das muss man doch wirklich mal herausstellen. Nicht, das ist die Bahn der Venus hier unten, die zu diesem Zeitpunkt einen Durchmesser von 13,14 Bogensekunden hatte. Und das ist die Bahn des Mars mit einem Durchmesser von 3,91 Bogensekunden. Und etwa um 5.48 Uhr bedeckt die Venus tatsächlich so etwa die Hälfte des Mars. Das war's. Bedeckt etwa die Hälfte des Mars und bestätigt damit wirklich diese tolle Beobachtung von Mästlin, dass der Mars noch etwas rötlich darunter hervorschimmerte. Das kommt also genau raus. Wenn ich das jetzt mit den Rudolfinischen Tafeln nachrechne, kommt es leider nicht so schön raus, denn danach findet keine Bedeckung statt, wenn man es genau nimmt. Aber es ist nicht weit daneben, immerhin um 8 Uhr MEZ ist der nächste Abstand und der ist nicht so viel größer, das geht also auch noch. Der Maßstab ist hier anders, deshalb kann man nicht diese Kreise übertragen vom vorhergehenden Blatt. Ist etwas kleiner. Und hier habe ich die wahren Orte eingezeichnet, die wahre Venus um 7 Uhr MEZ. Das ist also dieser Punkt hier, das ist der Abstand hier, die Abweichung der Venus in dem Fall von diesem Punkt her. Das ist also eine der wunderschönen Sachen, die man nebenbei noch aus diesen Tafeln herausbekommen kann, wenn man sie genauer durchliest, und ich bin überzeugt, da schlummern noch so einige nicht entdeckte Sachen drin, die Kepler geschrieben hat. Nun komme ich zum Schluss, die Brauchbarkeit, zum Fazit. Die Brauchbarkeit der Tafel ist natürlich eine Frage der Ansprüche. Wenn ich rein visuelle Beobachtung mache, dann kann ich die Tafeln heute noch genauso benutzen wie früher. Des jährlichen Planeten darauf, dafür sind die Rudolfinischen Tafeln selbst heute noch geeignet. Aber genauere Berechnungen wie Venusdurchgänge, Marsdurchgänge oder sowas, das geht natürlich nicht mehr. Auch Sonnen- und Mondfinsternisse kann ich jetzt leider noch nicht nachprüfen, werde ich aber auch noch nachprüfen. Ich nehme an, dass der Mond auch nicht sehr genau ist beim Kepler. Vermutlich ist das auch nicht sehr viel besser. Ja, und damit bin ich am Ende. Ich hoffe, ich habe Sie nicht allzu sehr strapaziert mit diesen Ausführungen.